So, Freunde, was geht ab? John ist am Start mit meinem tatsächlich letztem Call of Duty World War II Video. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir jetzt wirklich an diesem Punkt hier angelangt sind und dass wir gerade wirklich das letzte Video zu Call of Duty World War II starten. Ich habe das Ganze ja am 2.11.2017 begonnen, da ist das Spiel rausgekommen. Da habe ich angefangen, konstant das zu zocken und konstant Videos hochzuladen. Und jetzt ist einfach fast ein Jahr vergangen und das neue Call of Duty ist in den Startlöchern. Ihr wisst Bescheid, das ist bei mir auf dem Kanal normal, dass ich immer zum neuesten Call of Duty gehe. Und da wir nun mal jetzt in der Release-Woche sind von Black Ops 4, heißt es für mich, Abschied zu nehmen von WW2. Ich will das jetzt gar nicht so theatralisch negativ irgendwie traurig gestalten, aber es ist trotzdem auch in gewisser Art und Weise emotional für mich. Da müsst ihr euch vorstellen, ich habe das letzte Jahr nur WW2 hochgeladen. Natürlich gab es ab und zu mal ein paar andere Call of Duty Oldschool Videos oder sowas, aber hauptsächlich habe ich WW2 gespielt, ich habe WW2 hochgeladen und das hundertfach, hunderte Videos und jetzt endet das Ganze. Das ist natürlich auch schon relativ emotional. Ich freue mich aber umso mehr auf die Zukunft. Ich denke, Black Ops 4 wird ein ganz krasses Jahr für den Kanal. Ich habe mega Bock. Aber jetzt heißt es für uns, WW2 Abschied zu nehmen. Ich möchte das Video jetzt dazu nutzen, so ein kleines Resümee zu ziehen. Jetzt, während ich gleich zocke, ein bisschen darüber reden, wie ich das wahrgenommen habe als John Rage, als YouTuber, wie ich dieses ganze Jahr wahrgenommen habe. Ich möchte ein paar Zahlen nennen, also ein paar Zahlen, wie viele Videos ich insgesamt hochgeladen habe, wie viele Likes, Aufrufe, Abonnenten, Kommentare und so weiter und so fort diese Videos gesammelt haben, weil das ist eigentlich immer eine krasse Zahl zu sehen, so nach einem Jahr, was man in einem Jahr geschafft hat, an Klicks, an Abonnenten. Das finde ich immer sehr interessant, das möchte ich nennen. Und am Ende gibt es dann noch ein kleines, knackiges Best-of mit den lustigsten, spannendsten, unterhaltsamsten Szenen. Das ist jetzt der Plan für das letzte WW2-Video. Sprengt nochmal wie behindert den Like-Button. Macht nochmal die 2000 Likes voll hier. Und wir jumpen dann auch schon an der Stelle in-game. Irgendwo hat hier jemand noch was geworfen. Ich schwöre, irgendwo hat hier jemand noch was geworfen. Oder war das der Typ, der da lag? Niemals, oder? Keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier Saint-Marie-de-Mont angekommen. Ja, moin, kommt zurück, alles klar. Und ich will jetzt hier noch abschließend, och, sitzt doch noch nicht in der Ecke, ich will noch abschließend eine V2-Rakete machen. Mehr will ich nicht, ich will keine Double, kein 100+ oder irgendwie was anderes krasses. Dafür habe ich nämlich gar keine Zeit, das ist das Ding. Ich bin komplett im Vorbereitungsstress jetzt hier für BO4. Und aus dem Grund kann ich jetzt hier nicht irgendwie 6 Stunden lang, du Wichser. Wahrscheinlich geht es dann falsch, bin ich kaputt. Kann ich jetzt hier nicht 6 Stunden lang zocken, obwohl ich sogar Bock drauf hätte, aber es geht einfach zeitlich nicht. Auch mit meinem Arm, ich muss meinen Arm schonen, weil ich merke, ich habe wieder ein bisschen Schmerzen. Und ich will jetzt nicht für BO4 dann miese Schmerzen haben. Aber ja, eine V2-Rakete wäre eigentlich schon drin, oder? Was sagt ihr? Eine V2-Rakete wäre lecker. Oh, Alter, ich liebe diese Waffe einfach. Auch wenn ich das Scope echt ätzend finde von der Schlange 2. Trau dich, mein Süßer. Geil. Kurz vor Spezi-Bonus. Geil, Spezi-Bonus, 10er Streak. Come on. Das ist die Runde, meine werten Damen und Herren. Das ist die gottverdammte Runde. Holy Mann, ich will einfach nur die scheiß V2-Rakete, ne? Ohne Scheiß. Einfach nur die V2-Rakete. Sehr nice. Ich lege mich mal ganz kurz hier hin, richte nochmal das Mikrofon, alles richtig. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Geh mal über das Päckchen hier. Dann haben wir nämlich nochmal so einen schönen, schönen Ping. Kommt der einfach von der Seite, der kleine Wichser? 15er. Oh Gott. Oh Gott. Unten, er kommt rein. Holy moly. Ich bin gerade gut am Campen. Oh nein. Aber ich will einfach nur die scheiß V2. Ist mir alles egal. Ist mir wirklich alles Latte. Einfach nur. Oh mein Gott. Mir ist schwindelig. Mir ist ohne Scheiß schwindelig. Und der kommt von hinten. Oh Gott, Schicksalszene. Schicksal. Schicksal, 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 das habe ich nicht überlebt. Das kann ich gerade nicht überlebt haben. Es geht nicht. Es ist eigentlich unmöglich, das zu überleben.
Mann, Alter, Mann. Genau wo ich mich wegdrehe, genau wo ich mich wegdrehe, kommt der raus, Mann. Wir waren auf 21er. Der Shotgun, oder? Oh nein, Kampflinte, Bruder. Mach doch jetzt nicht solche Sachen, wo wir gerade so gut abgehen. Bitte jetzt nicht. Ohne Scheiß. Das. Ich würde umfallen. Mir würde schwarz vor Augen werden, wenn ich jetzt durch eine Shotgun sterbe. Ohne Scheiß. Das wäre jetzt wirklich zu viel für mich. Das wäre wirklich einfach nur zu viel für mich. Ich hab dich, Teammate. 10er Streak. Sehr geil. Alles, was ich will. Ist die V2-Rakete. Mehr will ich nicht. Ohne Scheiß. Es ist mir alles egal. Es ist mir wirklich alles egal. Aber ich will nur... die scheiß V2-Rakete. Das will ich noch haben. Dann kann ich beruhigt WW2 zur Seite legen. Oh Gott. Mich voll und ganz auf Black Ops 4 konzentrieren. Aber erst, wenn ich die Drecks V2-Rakete habe... so krass mit diesem Perk. Wenn es so gelb leuchtet. Oh, ich bin nicht schwarze Augen, ne? Ohne Scheiß. No joke jetzt. No joke, jetzt bin ich aber nervös. Jetzt fühle ich mich ganz unconfident. Heilige, ich fall um. Jungs, was ist hier los? Ich war noch nie so aufgeregt von einer einzelnen V2-Rakete. Ihr wisst, wie viele ich hier in Videos gemacht habe. Wie viele krasse... heftige Runden wir hatten. Und jetzt scheiß ich mir bei einer V2-Rakete schon fast ein. Ach, du ahnst es nicht. Gleich Pause in der Runde. Erstmal den holen. Ich werde von irgendwo angeaimt. Irgendwo wurde ich angeaimt. Das glaubt mir kein Mensch. Oh, ich habe einen Puls von 7000 und ich habe einen Puls von 7000. Alter, ich kann nicht mehr. Ey, ich habe mir gerade hier, weil ich nicht weiter zocken konnte, ich zock schon seit einer Stunde oder sowas, habe ich mir so ein Ding umgelegt, weil ich so Schmerzen hatte am Arm gerade. Und ich will einfach diese V2 für mein Gewissen. Das bin ich euch nochmal schuldig hier zum Abschluss. Kommt, Jungs, Alter. Ich will, komm, bitte. Einfach jetzt einmal Glück haben. Boah, jetzt bin ich so scared, ne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt langlaufen soll. Ich habe eigentlich einen Spezi-Bonus. Wir haben eine Drohne sogar. Kuss geht raus an meinen Teammate. Da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Noch raus. Scheiß Prestigemeister, Digga. Ich spuck auf dich. Wir haben sie! Geil, Mann! Geil. Ich bin so glücklich. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich bin der verdammt nochmal glücklichste Mensch auf Erden, ne? Ohne Scheiß, Jungs. Was das gerade wieder für einen Stress war, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Ey, ich will doch jetzt hier nicht kurz vor Bio-Firma noch meinen Arm komplett kaputt machen. Ihr wisst ja Bescheid, für Leute, die das jetzt nicht wissen und sich denken, hä, was meint er mit Arm? Ich habe immer schon Probleme mit einer Sehnscheidenentzündung. Das heißt, dass ich Probleme habe zu zocken, Videos zu schneiden am PC. Das nennt man auch... oh, von irgendwo wurde ich angeaimt. Das nennt man auch in der heutigen Zeit Mausarm, wenn man zu viel mit der Maus am PC ist. Und so, ich will darüber jetzt eigentlich reden. Aber nur nochmal kurz als kleiner Reminder, wieso ich jetzt so gestruggelt habe. Und wir sind sogar immer noch hier auf Streak. Hinter uns. Und ich komme jetzt mal, wo wir jetzt eh die V2 haben und jetzt entspannt aufspielen können, komme ich direkt mal zu meinem kleinen Resümee, welches ich an euch noch sagen wollte. Und auch zu den Zahlen und zu den ganzen extra Daten. Ich fange mal einfach direkt an mit dem Release von WW2. Release von WW2 war für mich
ganz krass, also wirklich ganz, 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 ganz krass, weil ich hatte einen mega heftigen Abonnentenzuwachs zu diesem Zeitpunkt. Das war wirklich, ich blende euch jetzt mal irgendwelche Statistiken ein, das war wirklich nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich habe in dem COD, was vorher war, war ja Infinite Warfare, habe ich, glaube ich, in der Zeit in einem ganzen Jahr 7000 Abos gemacht. 7000 Abos in einem ganzen Jahr Call of Duty Infinite Warfare. Und dann habe ich in WW2, in den, glaube ich, in den ersten 4-5 Monaten knapp 25.000 Abonnenten gemacht. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine heftige Zahl ist, ne? Und vor allem das, wenn du vorher im Monat so 500 bis 1000 gemacht hast, was schon gut war und wo ich mich nicht drüber beschwert habe, aber wenn du dann auf einmal in, keine Ahnung, 3-4 Monaten 25.000 Abos machst, denkst du dir, what? Und wenn dann dein Ziel auch noch die 100.000 Abos sind und du schon in so kürzester Zeit so viele Abos machst, dann machst du dir natürlich Gedanken, wie lange dauert es noch? Wie lange brauchst du noch für die 100.000 Abonnenten? Und dann hat man sich halt schon so ein bisschen die Zahlen sich angeguckt und, und ich hätte halt safe in den nächsten 3 oder in den nächsten 4 Monaten die 100.000 Abonnenten laut Statistiken knacken müssen, wenn nicht dann der Umbruch in der Community gewesen wäre, wo dann das Interesse an WW2 nicht mehr vorhanden, beziehungsweise das will ich gar nicht sagen, weil das Interesse war ja noch da. Die 25.000 Leute, die am Anfang von WW2 alle hier abonniert hatten, die waren ja noch alle da. Die haben die Videos geschaut, die haben geliked, kommentiert, die habe ich in den Lobbys getroffen mit RQ im Clantech. Ich hatte mega krasse Klicks. Ich glaube, ich hatte 3 Monate lang am Stück konstant jedes Video über 25.000 Aufrufe. Das bei der Abonnentenanzahl war geisteskrank, aber irgendwann war der Umbruch, wo einfach keine neuen Abonnenten mehr dazugekommen sind. Es gab die Community, aber die war begrenzt. Das Glas war voll, es kamen keine neuen Leute mehr rein. Und ich will jetzt hier gerade übrigens mit der Sache mich gar nicht irgendwie ausholen und sagen, oh, das war alles so scheiße und ich will mich irgendwie beklagen. Nein, ich will euch einfach nur meine Emotionen und meine Gedanken teilen, die ich während des Jahr WW2 hatte. Weil für mich war es so am Anfang, krass, Digga, was? 3-4 Monate 25.000 Abos gemacht. Ich habe bald die 100.000 eventuell, wenn es so weitergeht. Und auf einmal, auf den einen oder auf den anderen Tag alles weg, obwohl ich alles gleich gemacht habe. Die Videos waren genau die gleichen, obwohl sie wahrscheinlich sogar noch besser waren, weil ich mich natürlich verbessert habe im Schnittskill, im Schnittstil. Ich habe da mehr Zeit investiert. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, neues Mikrofon und so weiter und so fort. Habe stetig mein Setup verbessert. Und auf einmal machst du nur noch ein Zehntel der Abos, die du vor 1-2 Monaten gemacht hast. Und das war schon so ein, ja, so ein sehr, sehr, ein sehr ekliges Feeling einfach. Das war ein sehr komisches Feeling und das wollte ich euch einfach so ein bisschen noch mitteilen. Das lag natürlich größtenteils an Fortnite, welches ja den riesen Hype hatte und ich bin ja darauf nicht umgestiegen und ich bin immer noch froh bis heute, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, das wäre nicht gut gewesen, obwohl ich wahrscheinlich da mega viele Abos gemacht hätte. Aber ich bin so froh, wie ich es gemacht habe, obwohl es natürlich auch schwer war, weil die Neidbrille, die ist natürlich am Start. Man probiert das immer, ja, irgendwie in den Griff zu kriegen, aber wenn du dann siehst, Leute schießen aus dem Boden und machen in einem Monat so viel, wie du in 2 Jahren COD Konstanz machst, schmerzt es natürlich schon. Aber wie gesagt, so ist das Leben und das waren so meine kleinen Emotionen, die ich noch hatte, so als YouTuber. Wie gesagt, was das Spielen geht, das habe ich euch ja schon alles gesagt. Jetzt kommen wir noch abschließend, bevor ich euch entlasse und ins Best-of schicke, kommen wir noch kurz zu den Statistiken und die sind einfach, Digga, die sind krass, die sind wirklich krass. Trotz dieses Umbruchs sind die wirklich einfach nur krass, denn wir haben in dem ganzen WW2-Jahr 204 Videos gemacht und mit diesen 204 Videos haben wir 5,989 Millionen Aufrufe erreicht. Überkrass. Zudem 268.000 Likes, 56.000, ich spucke hier schon rum, 56.000 Kommentare. So muss man sich ja vorstellen. 56.000 Kommentare und ich habe bestimmt 3/4 von den Kommentaren gelesen. An der Stelle vielen lieben Dank für immer diese Aktivitäten in Kommentaren. Mega geil. Kommentare, Likes motivieren immens. Das ist das Wichtigste. Geht bei allen YouTubern, die ihr mögt, geht da durch, liked die ganzen Videos, macht das, kommentiert das. Es freut einen extrem als YouTuber und es motiviert einen weiterzumachen und am Ball zu bleiben. Und 56.000 Kommentare sind einfach mega. Die Likes hätten teilweise ein bisschen krasser sein können, aber
wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, 56.000 Kommentare, heftig, 15.000 Mal wurden Videos von mir geteilt, was auch eine krasse Zahl ist, 15.000 Leute haben irgendwie einem Kollegen das geschickt, auf Facebook irgendwas geteilt, auf Twitter irgendwas geteilt, 15.000. Und jetzt kommen wir zu der höchsten Zahl, beziehungsweise zu der interessantesten Zahl eher, zu der wichtigsten, prägendsten Zahl, nämlich zu den Abonnenten. Und ich habe es ja eigentlich schon fast gesagt, 29.935 Abonnenten in ganz WW2 gemacht, davon 25.000 in den ersten 3 Monaten und in den letzten 6 Monaten nochmal 5.000, aber ja, so ist das Leben nun mal. Und jetzt steht einfach schon Call of Duty Black Ops 4 in den Startlöchern. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir jetzt wirklich 3-4 Tage oder sowas vom offiziellen Release sind und dass wir jetzt dann das Spiel für immer haben werden und suchten können, wie bescheuert. Das wird eine ganz, ganz, ganz perverse Zeit, macht euch da mal keine Sorgen, ich habe übertrieben Bock. Doch bevor ich jetzt die BO4-Season hier anläute, möchte ich mich noch abschließend für die WW2-Season bedanken. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Klicks, für die zahlreiche Aufmerksamkeit, für die Kommentare, Likes, für die lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich hatte sehr viel Spaß, die Videos zu machen und ich denke, wir können ja gemeinsam auf eine coole Zeit zurückblicken. Und ich werde das nicht vergessen, Mann, war geil, Mann. Und jetzt ist Zeit für den nächsten Step. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem kleinen Best-of von meinen WW2-Videos und dann sehen wir uns in Call of Duty Black Ops 4 wieder. Pew. Ich werde jetzt hier meine allererste Runde Call of Duty World War 2 spielen. Sledgehammer Games. Ich werde euch jetzt hier so die ersten 1, 2, 3 Ründchen maximal hier mitnehmen. Freunde, habt ihr Bock? Kann man hier irgendeine Geste vielleicht machen wie ein IW? Nee, Geste kann man anscheinend gerade noch nicht machen. Vielleicht kommt es noch irgendwann rein oder so. Ich weiß es nicht. Wichtig ist es für mich, dass wir hier mit einem Kill starten in World War 2 und nicht mit einem Tod hier irgendwie reingehen. Da hätte ich jetzt kein Bock drauf, Freunde. Da ist auch schon der... Na, schöner Two-Piece hier, Freunde. Ich glaube, der Spawn müsste auch schon geflippt sein hier auf die andere Seite. Vom Sounddesign ist es auf jeden Fall schon mal sehr krass. Ich hebe mal die PPSH hier auf. Das Sounddesign ist echt heftig, ohne Scheiß. Wie die Schritte sich anhören, die Waffen, wie die schießen. Unfassbar krass. Nice, schöner Two-Piece. Ja, wir haben sie! Nice, Freunde! Wir haben die V2-Rakete in World War 2 geschafft! Kurz mal eine andere Waffe hier aufheben. Hier ist nämlich irgendwo einer. Ah! Haben wir! Hast du... Baby, gib mir mehr von dem, was du Quickscopes nennst. Na... Was, Digga? Holy shit, Mann! Hör mal da. Nein, Digga, wie komm, Mann? Ich bin so ein Bastard. Ich schwöre, ich bin ein. Jetzt ist all eyes on them, Digga. Round 11 ist. Scream, Cream. Nice, Bruder. Nice, crazy shot. Nein, Bruder, wenn mich, Digga. BB, Jungs. Nein, Challenge ist nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, Bruder. Crazy Shit. Venmik! Alle sind jetzt bisher klatsch gegangen. Bis auf ich. Venmik kann es doch schaffen. Venmik, Bruder. Ja. Venmik, du hast ihn gesehen. Ja! Somit verlieren wir unser allererstes Ranglistenspiel. Grüße gehen raus an Firehelm Johannes. Sie haben diesen Blitz bereits. Hä? Ich verstehe es nicht, Mann. Mach auf den Aal hier, komm jetzt. Zack, alles offen. Hoppa. Bruder, wo bin ich denn? Was? Nein! Was ist los? Ah, nein! Was habe ich gemacht? Was wollte ich denn nicht machen? Was ist das? Es war eine spaßige Tour. Kappa, Klaus. Komm her, Junge. So. Hör doch auf, Junge. Was soll's? Kann ich denn dafür? Ich bin ein Noob. Ich schieß einfach nur. Ich schieß. Mach nichts anderes. Ich mach absolut nichts anderes.
Außer die ganze Zeit R1 zu drücken. Und ich äume hier wieder immer noch mit den gleichen Waffen rum. Langsam regt es mich auf. Langsam regt es mich wirklich auf, ne? Er muss mich wieder hochholen. Ich fühle mich wie ein Spacken, ey. Ohne Scheiß, langsam regt es mich auf. Diese Typ 100 macht halt null Schaden. Minus Schaden. Es fühlt sich an, als würde ich mit einer Wasserpistole hier schießen. Ich bin hier gefangen auf der Insel alleine mit ein paar Verrückten und habe eine Wasserpistole. Ohne Scheiß, genauso fühle ich mich hier. Kann doch nicht jetzt hier dein Ernst sein. Ich hau jetzt mal hier meine Artillerie hier raus. Das ist halt eine richtig starke Streak. Ja, es ist, da ist es. Oh, Prestigemeister, wieso ist da jetzt der Hitmarker, der Schaden? Wieso war denn der Schaden? Wir sind Prestigemeister jetzt schon. Ich dachte, wir müssen jetzt nur noch 3 Jahre spielen für. Krass, okay, wir müssen also nicht Prestigen noch extra oder sonstiges. Wir sind es jetzt einfach. Unfassbar, Freunde. Ein unfassbarer Weg war das dahin. Sehr viel habe ich gezockt, sehr viel gelevelt. Jetzt sind wir es endlich. Also, ich würde sagen, du spielst die Krasser Kumpel 2 und darfst nur aus der Hüfte schießen und musst Fallschirmjäger erspielen. Das ist geil. Ohne Scheiß. Vielen lieben Dank, Eileen, für die Einsendung. Mega cool, Alter. 3 richtig geile Einsendungen. Auch an alle anderen, die Texte geschrieben haben. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht draufgeklickt habe. Aber ich will halt die Videos dann irgendwie schon bevorzugen, weil ich das schon echt mega cool finde, auch euch mal so persönlich zu sehen. Vielen lieben Dank für alle Einsendungen, Eileen. Danke dir, coole Challenge. Die werden wir jetzt machen. Fallschirmjäger meinte sie, aus der Hüfte schießen. Oh, krass. Die mit hat meinen Arsch. Eins vor, oder? Wir sind eins vor. Yes, baby! Woohoo! Fallschirmjäger ist da! Komm, Flächenbombardierung nehme ich auch noch mit. Geil, Freunde. Geile Scheiße, Alter. Mann, das hat heute unnormal Spaß gemacht, Digga. Ich würde sagen, wir machen jetzt so lange noch, bis ich hier sterbe. Und dann machen wir Schluss für heute. Aber gerade sieht das ja mal gar nicht so schlecht aus. Oh, oh. Ich hoffe nur, dass mich meinen eigenen Fallschirmjäger jetzt, Flächengedöns, mich jetzt hier nicht holen. Komm, den holen wir uns, komm. Nein, 20er Streak, Alter, was ist hier los, Freunde? Wir haben vor 2 Raketen, Alter, wir haben vor 2 Raketen, only aus der Hüfte. Only aus der Hüfte. Holy shit. Diesmal hau ich sie auch direkt raus, bevor ich wieder irgendeinen Schabernack mache und es vergesse. Oh mein Gott, Freunde! Flächenbombardierung, ey. Was ist das? Was ist hier los? Ich kann es nicht fassen, Alter. Ich kann es nicht fassen. Was haben wir hier gemacht? Was haben wir hier gemacht?